Die dritte Wurzel, also hier, ne, diese drei, die dritte Wurzel bezeichnet man auch als sogenannte Kubikwurzel, weil, ne, Kubik ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Würfel hast, A mal B mal C, dann hast du das Volumen. Deswegen Kubikwurzel, weil der Rauminhalt wird ja in Kubikmetern, Kubikzentimetern und so weiter angegeben. Erstmal nochmal, wie du eine dritte Wurzel hier mit dem Taschenrechner berechnest. Da gibt es ein Zeichen, so ein Wurzelzeichen für. Das ist bei jedem Taschenrechner anders. 2168 und ich habe hier direkt so ein Zeichen für die dritte Wurzel. Sind 12,94. Und das ist jetzt ganz sinnvoll, wenn wir zum Beispiel einen Würfel haben. Und zwar zeige ich dir nämlich jetzt, wie man aus dem Volumen, also der Rauminhalt eines Würfels, die Kantenlänge berechnen kann. Das heißt, das Volumen des Würfels hier sind 1728 Kubikzentimeter. So, und da du ja weißt, dass A mal B mal C das Volumen ist, ist die dritte Wurzel im Umkehrschluss dann wieder die Seitenlänge. Das zeige ich dir gleich auch nochmal. So, das heißt, um jetzt das Volumen eines Würfels oder aus dem Volumen die Kantenlänge zu berechnen, nimmst du einfach dann die dritte Wurzel aus diesem hier. Das mache ich mal eben. 1728, daraus die dritte Wurzel, sind 12. Das heißt, A ist gleich 12 Zentimeter. So, und jetzt zeige ich dir auch, wie der Umkehrschluss natürlich funktioniert. Wenn die Seite hier 12 ist, a mal b mal hier die Tiefe, also a, das ist diese Seite, a, oder a mal a, weil es ein Würfel ist, a mal a mal a. Ja, jetzt rechne ich 12 mal 12 mal 12 und so komme ich auch wieder aufs Volumen, auf die 1728. Jetzt kann ich wieder das Spielchen rückgängig machen. Dritte Wurzel aus 1728 sind 12. So, als nächstes zeige ich dir noch, wie du aus dem Volumen eines Würfels die Oberfläche des Würfels berechnen kannst. Du erinnerst dich, die Oberfläche ist, wenn du diesen Würfel in einen Pott mit Farbe hineintunkst. Alles, was dann mit Farbe benetzt wird, ist dann die Oberfläche. Dieser Würfel, der hat alle Seiten sind gleich lang und du weißt, ein Würfel hat 6 Seiten. So, und jetzt hast du das Volumen hier aus der obigen Aufgabe schon gegeben. Das heißt, du weißt jetzt auch schon, dass die Seitenlänge 12 cm ist von einer Seite hier. Das heißt, wenn du so eine Aufgabe in der Arbeit zum Beispiel hast, musst du, ohne dass ich dir das sage, erstmal auf die Idee kommen, dass du erstmal eine Seitenlänge berechnest aus dem Volumen, weil dazu musst du nur die dritte Wurzel ziehen. Dann hast du die Seitenlänge und erst dann kannst du hier die Oberfläche bestimmen, indem du dann 12 mal 12 rechnest. Dann hast du ja, ich zeige es dir mal hier in Rot, dann hast du hier eine Fläche. So, 12 mal 12 sind 12 mal 12 sind 144. Das heißt, diese Fläche sind 144 Quadratzentimeter, weil es ja eine Oberfläche ist. Kubik ist hoch 3 und Quadrat ist hoch 2. So, jetzt hast du diese Fläche ja mal 6. Zwei Seiten, drei Seiten und die anderen drei Seiten sind nicht sichtbar, weil die eine ist ja hier hinten. Ich mache da mal einen Pfeil, die andere ist so und die Unterseite fehlt ja auch noch. Das heißt, du hast jetzt diese Fläche, 144, musst das Ganze mit 6 multiplizieren, ne, weil du ja 6 mal diese Fläche hast und da kommt dann 864 Quadratzentimeter raus. Das ist die gesamte Oberfläche dieses Würfels hier.